die steigende Anzahl von batterieelektrischen Fahrzeugen und Hybridfahrzeugen im Straßenverkehr steigt auch die Anzahl von Battery Packs, die zum Ende der Lebensdauer recycelt werden müssen. Dieser Recyclingprozess, insbesondere das Battery Pack Dismantling, ist eine nicht ungefährliche Aufgabe für Mitarbeiter und bietet ideales Potenzial für Industrierobotik. Was wir hier sehen, ist das Ergebnis des Verbundprojektes DeMoBat, in dem wir zusammen mit Industriepartnern eine Roboterzelle aufgebaut haben, die Batteriesysteme aus alten Elektrofahrzeugen demontiert. Basiskomponenten dabei sind der Roboter selber, ein Werkzeugbahnhof, der entsprechend Werkzeuge beinhaltet und eine Bildverarbeitungseinheit. Durch diese Komposition können wir Batteriesysteme aus alten Elektrofahrzeugen demontieren und dem sortenreinen Recycling zuführen. Der vom Fraunhofer IPA eingesetzte KR QUANTEC eignet sich besonders für die Batterie-Pack-Demontage aufgrund seiner Konstruktion. Die Motoren und Getriebe sind sehr stark ausgelegt und der Roboter verfügt über eine hohe Traglast und Reichweite. Dadurch kann der QUANTEC für vielseitige Applikationen eingesetzt werden. Die KR QUANTEC-Serie ist besonders ausgelegt auf eine niedrige Total Cost of Ownership. Die Roboter sind sehr energiesparend und können über eine lange Lebensdauer sehr nachhaltig betrieben werden. Das KUKA Robot Sensor Interface wird außerdem in diesem Projekt verwendet und ist dafür verantwortlich, dass die Sensoren mit dem Roboter kommunizieren können. Eine bedeutende Herausforderung für die Demontage mit Batteriesystemen ist die große Produktvarianz auf der Batteriesystemebene als auch auf der Fahrzeugebene. Wir müssen entsprechend für verschiedene Produkte intelligent mit dem Roboter darauf reagieren und die Demontage erfolgreich abschließen. Die hier entwickelte Lösung adressiert den Recyclingmarkt als auch den Second-Life-Markt für Batteriesysteme. Interessierte Unternehmen können hier Technologien entweder vollständig oder partiell für ihre Recyclingbetriebe erproben und mit uns in Transfer übergehen. Vorteil bei dem Zusammenspiel aus Industrie und angewandte Forschung ist, dass wir als Forscher unmittelbare Anforderungen kriegen aus der Industrie und entsprechend unsere Lösung den realen Problemstellungen anpassen. Industrial Intelligence.